Das größte Problem und die Lösung für den ESTJ Executive in 180 Sekunden. Ich bin der Wolfi. Und ich bin der David und wir sind die größten Experten für 16 Personalities im deutschsprachigen Raum und geben Menschen ein System, wo sie sich selbst und andere für den Rest ihres Lebens perfekt verstehen und dadurch Konflikte auflösen können. Kurzer Hintergrund zum ESTJ. Sie sind extravertierte Manager, die wirklich perfekt ihre Ziele erreichen. Und bei ihnen auf der Brust steht sowas wie Superman, Mission Accomplished. Egal ob im Militär, im Sport, wo auch immer, sie sind Maschinen, die wirklich ihre Ziele erreichen und andere dazu antreiben, genau das Gleiche zu tun. Sie sind in der Lage, sehr viele Dinge gleichzeitig zu managen und sind, wie man schon hört, absolut der beste Manager, den es gibt. Sie sind geboren dafür, Verantwortung zu übernehmen und man kann sie bei ihnen, was das angeht, ein Beispiel nehmen, aber weil sie so sehr auf die Sache fokussiert sind, kommt es zu dem größten Problem und das ist, Wolfi. Ja, das größte Problem spricht eh schon eben aus dem, was sie besonders gut können, weil sie es so gewohnt sind und so gut darin sind, alles zum Manager ist der Übergang von der Sache zum Menschen fast nicht gegeben. Und das ist dabei eben das Riesenproblem, weil sie dann beginnen, auf einmal auch ihr Umfeld zu managen. Das heißt speziell die Beziehung, Familie, Freunde zu delegieren, ihnen zu sagen, was sie zu tun haben, ihre Meinung aufzudrücken, die andere vielleicht gar nicht hören möchten. Das heißt ständig auch die Kontrolle darüber haben, wie andere Entscheidungen treffen. Und das ist etwas, was andere verletzt. Kann, das ist was andere wütend oder gegen den Strich gehen kann und damit müssen dann ESTJs natürlich auch lernen umzugehen, dass auch andere ihre ganz eigenen Perspektiven und Vorgehensweisen haben, wie sie Entscheidungen treffen und dass es auch okay ist, die Kontrolle abzugeben, weil wenn sie das eben nicht tun, dann kann sich das wirklich schwerwiegend auf ihr eigenes Umfeld auswirken. Und dadurch kann man hergehen und folgende Lösung haben, die Perspektivenliste. Schreib dir wirklich deine wichtigsten Mitmenschen auf diese Liste und schreib dir die größten Stärken und die wichtigsten Meinungen von ihnen auf. Das ist ein Dokument, das du bei dir haben solltest, weil bevor du urteilst und deine Meinung wirklich jetzt jemanden aufdrängst, geh einmal her und schau, was andere gut können, weil vielleicht hast du da deinen Blindspot und bist als ESTJ darin sehr schlecht. Und es kann und es wird definitiv vorkommen, dass auch du als dominanter ESTJ Riesenschwächen hast, so wie jeder andere Typ. Deswegen führ die Liste bei dir, schau, was andere gut können, fokussiere dich drauf und du wirst merken, es wird viel harmonischer werden. Und solltest du als ESTJ Executive Unterstützung auf diesem Weg brauchen, dann melde dich einfach bei uns über WhatsApp, schreib uns deine Fragen, deine Anliegen, super effizient, on point oder buch dir gleich einen 60-minütigen Videocall, wo wir gleich individuell auf dich eingehen. Danke dir fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.